Fields in einer neuen DLC-haften Folge, oder mehr gesagt, Story-haften Folge Assassin's Creed Valhalla, die Zeichen Ragnaröks. Es geht weiter. In der letzten Folge haben wir endlich mal Aeser besiegt. Es sind 7 Folgen. Weil ich zwischen Aeser und der ganzen Hauptstory eigentlich noch was anderes gemacht habe. Eigentlich finde ich die Großwaffe geil, aber irgendwie ist die Axt stärker als alles andere. Aber vielleicht wird es noch stärkere Waffen geben. Rüstung finde ich eigentlich persönlich geil. Vor allem, dass wir die anderen Waffen behalten dürfen im richtigen Spiel. Aber naja. Ja, mehr wird es hier eigentlich nicht geben, recht gesagt. Nur noch die Story-relevante Scheiße. Und dann, ja. Wie immer. 30-minütige Folgen gibt es jetzt nur in Assassin's Creed Valhalla. Die erste Folge war 20 oder 29 Minuten lang. Die anderen Folgen sind 30 Minuten lang. Warum? Weshalb? Wieso? Das erfährt ihr aber erst in der nächsten Folge. Und genau gesagt, auf einen 50 Abonnenten werdet ihr einen guten Abo-Special sehen, wo ihr mich mal das erste Mal wieder in einer Facecam erleben dürft. Als Face-Reveal, Scheiß. Aber es wird erst kommen, wenn wir 50 oder 60 Abonnenten haben. Ich glaube aber, wahrscheinlich mache ich es erst ab 50. Weil das ja eh nicht passieren wird, bis ich die Let's Plays hier durch habe, naja, müsst ihr erstmal dann warten. Aber erst dann, wenn wir 50 haben. Jetzt erstmal gibt es keine Face Review, bla bla bla. Naja, kennt ihr ja den ganzen Scheiß schon. Immerhin ist jetzt schon die Aufnahme 1 Minute 51. Somit reicht das auch für die Erklärung, was ich so bei 50 geplant habe. Eigentlich habe ich es auch im Rückblick von 2020, habe ich es auch schon 30 Mal gemacht, dieses Scheiß mit Face Reveal, Reveal und Reveal. Aber weil ich jetzt alt genug bin, könnte ich jetzt das machen. Das heißt, alles gut. Meine Aufgabe ist da. Stärke? Keine Ahnung. Aber hier ist ein Artefakt genau vor mir. Genau hier unten. Hier ist ein irgendwie ein Ort. Kammer von Sonne und Mond. Ah, wir haben Aeser besiegt. Jetzt gehen wir dahin. Tasche. Oho. So. Weil ich die Waffe halt am geilsten für. Oh. Ich könnte jetzt praktisch mit. Aber war das nicht. Oh. Ach so, das war auch eine kleine Waffe. Okay. Wisst ihr was? Dann machen wir so. Was? Und so. Wir haben jetzt mit zwei Echsen, bloß dass die hier die schwächste ist. Ein Messer. Oh, wisst ihr, ich gehe doch lieber damit rum. Naja, geht ja schon den Scheiß. Immerhin ist das die Waffe aus der. Wenn ihr jetzt das Spiel kauft, dann kriegt ihr so eine Höhle und dann seht ihr da Fotokamera-Dinger drin. Aber weil ich dieses Jahr jetzt noch geileres Scheiß vorhabe, wird's witzig. Voll mit für euch Videos aufzunehmen. Weil nächste Woche starte ich das Let's Play God of War Ragnarok. Da muss ich überlegen, welche. Was benötige ich eigentlich, um meine Tasche zu verbessern? Man konnte hier, glaube ich, sogar seine. Ja, hier. Mahlzeiten, 50 Leder. Also ich habe 37, 50 brauche ich, okay.
hässliches scheiß Mistvieh. Nächstes Mal bist du aber dran. 11, das sind jetzt schon wie viele? Das wären wie viele? 48. Oh, aber bei Fertigkeit könnte ich was machen. Hm. Interessant. 2 Fähigkeitspunkte. Das war das nochmal Angriff, ne? Hammer. Kritischer Treffer. Eigentlich recht gesagt. Alter, what the fuck? Teil von in die Flamme. Teil von Geistgefäß. Nach Razors knapp mein Comment will der Erhabene herausfinden, wonach sie gesucht hat. Dabei findet er etwas viel Dunkleres heraus. Dunkleres? Manchmal klingt das irgendwie echt interessant. 38 Lederwild. Alter, hier. Ezio. Basim. Edward Kenway. Vermächtnis Montur. Basims Montur. Ezio's Montur. Warum ist das denn Gold und das hier Orange? Hä? Frag mich. Nicht mehr fragen. Immerhin haben wir die schon auf Maximum ein paar davon. Aber naja. Das ist ein ganz normaler Alltag. Ich muss aber auch sagen, Assassin's Creed Valhalla? Ich hatte am Anfang Probleme zu sagen, ob es mir gefällt oder nicht. Ihr seht ja jetzt auch For Honor endlich, das Online-Let's Play von For Honor. Sobald mein PS Plus aber abläuft, seht ihr die Kampagne von For Honor. Das heißt, solange... Sagen wir mal, solange... ich PS Plus habe, könnt ihr Frau Hanna sehen. Regelmäßig, glaube ich. Keine Ahnung. Heute kommt kein GTA 3, soweit ihr von mir selbst weiß. Und das hier wird das Let's Play Video um 20 Uhr sein. Aber ich habe ja gesehen, Assassin's Creed Valhalla ist ein bisschen länger als die normalen Assassin's Creed Scheiße. Und weil ich jetzt los. Da drinne. Ich komme aber nicht rein. Ich muss hoch. Und klettern wir. Dann sind wir wieder klettern. Wisst ihr, das hat mich auch bei Immortal Phoenix enttäuscht. Weil es ist ja von dem Macher von Assassin's Creed, dass man gefühlt nichts Besseres hatte. Was siehst du? Ah, nichts. Ich sehe einen scheiß Hügel. Irgendwo da drinnen. Feuerstiefel brauche ich irgendwie. So, aber ein verfickter großer Hügel. Kraft des Rabens. Ich habe ja schon alle Kräfte, deswegen. Ich mich Strecke. Ach, ich kann schon raten. Da unten. Hallo, wer auch immer hier ist. Ich will Hallo sagen. Bin hier zum Hallo sagen. Ach nee, was ist denn für eine Scheiße? Aber erstmal runter hier, sonst keine Ahnung. Kann ich Rest in Peace Johnny sagen? Wo leuchtet der hin? Oh, da ist ja was. Da liegt was.
Hagrid ist bereits vollständig. Oh, boah, erstmal die Lava gehen, viel Bock. Muspels Volk war hier. Der Gestank hängt noch immer in der Luft. Nun, worauf soll ich das hier richten? Das könnte zu einer der Türen passen. Aus. Ich kann euch raten, was ich machen soll. Ich sollte ihn dahin. Jetzt geht es endlich voran. Ist ein bisschen einfach. Hier sind zwei Türen. Die Sonne. Ein seltsamer Ort. Es stinkt nach Tod. Welche Geheimnisse lede ich hier? Schleifspuren. Und es wurde Blut vergossen, aber nicht viel. Waren die Opfer noch am Leben? Selbst nicht. Feuerriesen hinterlassen Fußabdrücke aus Asche. Eine der Spuren ist größer als die anderen. Ah, Sucht. Ich werde dafür sorgen, dass es nicht ungesühnt bleibt. Ach, die beiden! Auf ihrer Brust sind identisch und ausgebrannt. So etwas sah ich noch nie. Es ist wieder natürlich. Es war ihm wohl wichtig, ihr Gebiet abzustecken. Oh. Ja, Leder, Alter, what the fuck, ey? Wie viel Leder war das? Was sich auch in dieser Wand befand, wurde über viele Zeitalter nicht angerührt. Acer wollte dieses Gewölbe betreten und seine Geheimnisse lüften. Aber jemand kam ihr zuvor. Wer auch immer. Sieht aus wie ein Gott. Aber ich kann auch irgendwie sagen. Ich glaube, das habe ich schon einmal kurz in Atri bei der Suche nach Baldur gesehen. Hm. Vielleicht finde ich dort Antworten. Mhm. Ah, jetzt? Südosten von Atri. Es gab ja noch eine Tür. Ah, oh, ja klar. Aua. Aber mal. Wie kriege ich denn den Scheiß zu aktivieren? Hm? Und 300 dieser Steine. Hm. In der Nähe von das Siegel Mörders wurde im Südosten von Atri. Oh, Atri ist hier. Oh Gott, wie weit soll ich denn laufen? Bin ich Packieses? Ich bin doch nicht der Laufmeister. Ich bin doch nicht Hermes.
Plötzlich bin ich ein Gott des Griechen aus Griechenland geboren, oder was? Das ist Havi, auch genannt Odin eigentlich. So gesagt ist das ja Odin, weil er ein Auge verloren hat, bla bla bla. Wer ist Havi? Das werde ich euch ganz am Ende sagen. Das durchhaben, ja, ich werde das Spiel durchspielen. Nochmal. Zeichen Ragnaroks habe ich mir bis jetzt noch nicht durchgespielt, weil es keinen Menschen gibt auf YouTube, der überhaupt das Spiel durchgespielt hat. Bam, bam. Ich weiß nicht mal, ob das ein Speer ist. Eigentlich ist es ja kein Speer, es ist irgendwie sieht ein bisschen japanisch aus, wenn ihr mich fragt. Plötzlich bin ich Japaner. Konnichiwa. Konnichiwa. Konnichiwa, Miss you. Konnichiwa. So haben wir kurz, in denen du Mühlen angreifst mit deiner Besatzung. Vor allem mit meiner Besatzung. Ich habe hier nicht mal ein Schiff. Soweit ich weiß. Gesehen habe ich das Schiff noch nicht von mir. Muss ich aber irgendwann mal machen. Wenn das jetzt meine Crew ist aus Assassin's Creed Valhalla, das normale, dann ist es geil. Und weil es die Zeichen Ragnarök sind, kann ich es mir sehr schwer vorstellen. Das ist aber auch ein kleines Let's Play wert. Ich glaube tatsächlich, es geht bis durch den ganzen Januar. Hier ist noch ein Adler. Den werde ich mir jetzt holen. Folge wird ein bisschen länger, Leute. Also macht euch mal ein Bild. Macht euch mal ein bisschen bequem. Vor allem, hä? Wo kam das denn her? Das Siegel des Mörders wurde im Südosten von Etri gesehen. Das Siegel ist aus den Fahne in der richtigen Legion. 700 Meter laufen. Und, nein, scheiße. Warum soll ich eigentlich immer laufen? Man kann auch reiten. Irgendwie liebe ich den Hörschmerz mehr als das Pferd. Was ist das denn für eine Aussicht? Ich sehe das von hier schon. Wir müssen da oben. Oh, mal. Oh ja, ist ein Erz. Hier ist eigentlich recht schön gesagt. Was hat denn hier? Ritter, ey. Nein, nicht die Straße. Hallo. Keine Straße. Ich muss da hoch. Das ist was sehr Persönliches hier oben. Das ist eine Mühle. Habe ich eigentlich wirklich ein Schiff oder? Wo hatte ich verarscht? Ich glaube, ich wurde verarscht. Da hinten ist ein Zwergenwerkstatt. Das da ist keine Ahnung, was das sein soll.
Naja. Irgendwann finden wir alles heraus. Synchronisiert. Hey, hier ist ein Totenkopf. Ein Helm, eher gesagt. Hier ist noch ein Aussichtspunkt. Aber der nächste ist ja hier. Hui! Nicht ins Wasser. Ich will da nicht mit. Kommst du denn her? Opal gefunden. Gott, sind die Wölfe. Wir sind Wölfe. Geht weg von mir. Verpisst euch. Wölfe. Gerade echt wenig Bock zu kämpfen. Irgendwie ist es in der Mystery-Storyline eigentlich nur noch Rumgereite. Finde ich irgendwie besser als mit Schiff fahren. Ihr wisst warum. Wenn ihr euch das Valhalla letztlich anguckt, dann wisst ihr es. Was ist das denn für eine Schnee. Aber ich glaube, man kann sogar raten, warum ich das mehr vorziehe mit dem Pferd. Also Pferd. Naja, ich meine Reh oder Hirsch oder was weiß ich, wie man das nennen kann. Aber ich beziehe das hier irgendwie wirklich mehr vor. Ist keine Ahnung. Und das wird hier erklommen oder was? Da kann man da hoch? Nein, keine Straße folgen. Boing und oben. Zwergen in Nöten. Reich gesagt, kannst du eigentlich hier die ganze Zeit, glaube ich, schon den Sohn von ihm retten, aber irgendwie. Weiß ich jetzt auch nicht warum, irgendwie dringend. Van kriegen. Zeig es mir. Habt ihr jemals Odin als Assassine gesehen? Jetzt wisst ihr es. Odin war immer ein Assassine. God of War ist ein Gott, der stirbt. Obwohl Kratos gesagt hat, er bringt ja keine Götter mehr um. Und hier ist Odin ein Assassine. Warum nicht? Mit dem Namen Harvey. Also man kann mich hier nicht für dumm beziehen, aber es ist einfach Odin. Man kann sagen, was man will. Aber naja. Kennt ja den Scheiß schon. Nach oben. Zack. Und wir sind fast. Alter, wie weit hoch muss ich dann noch? Das ist ja ein ganzer Kletter-Dungeon. Dungeons and Dragons. Hat. Kein Wunder, warum Assassin's Creed nicht mehr dasselbe ist, was es mal war. Dungeons and Dragons hat mitgemischt. Was ist das denn? Was war das? Asche? Warum ist hier Asche oben? Oh mein Gott. Das ist so. Ich sehe schon, wie hoch das Teil ist. Und dann denke ich mir echt schon so. Ach du Scheiße. Schafft er das überhaupt? Im Assassin's Creed war halalalalal. Aber dass der hoch schafft, ist eine andere Frage. Er klingt schon sehr verschnauft. Kann nicht mehr. Will auch nicht mehr. Der braucht Urlaub. Der Typ will Urlaub. Wir versuchen morgen. Ist ja mein. Sagen wir mal, morgen ist wieder für mich Wochenende. Dann geht's ja wieder los. Mit Arbeiten, Scheiß. Berufsschule, kennt ihr auch schon, Leute.
Aber naja. Den ganzen Kack will ich euch echt ersparen. Deswegen. Ja. Werde ich versuchen, jetzt derzeit sehr viele Videos. Was hat denn hier? Ein Opal und Silber. Und da unten ist wieder die Stage, da ist ein Riesenturm. Eigentlich ist es recht gesagt eine Riesenmap. Eine XXL-Map, um genau gesagt zu sein. Naja. Schauen wir mal hier runter. Ist doch nicht dein scheiß Ernst. Hier ist ja auch noch eine. Die will ich auch haben. Ui! Quatsch. Guck mal hier dahin. Oh, wow, 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 wow. Und noch weiter in den Tod springen. Juhu! Was siehst du, alte Freundin? Noch sind sie nichts. Das Gebiet könnte streng bewacht sein. Das Siegel ist auf den Fahnen in der rechten. Hat sich verwirrt. Dieser Ort wird gut bewacht. Das wissen wir ja noch. Wenn das ja rot ist, das weiß ich selbst ja noch. Dumm kann man mich nicht mehr bezeichnen hier. Kann ich eigentlich schon wieder verbessern? War mal 300. Ich habe 264 dieser Erzscheiße. Eisen meine ich natürlich. Hier echt noch durchkämpfen, ja? Ich bin nicht Bock. Mich mit euch anzulegen ist irgendwie langweilig. Oder was war das denn? Flug! Oh fuck, man. Ich bin vergiftet. Fängt ja wieder toll an. Was ist das denn hier? Endkampfwiderstand. Weg des Wolfes. Hier ist noch Heilung. Aber hier ist Fähigkeit mit Schaden. Yeah.
Sehr gefährlich. Vergiftet worden, was soll der Scheiß? Ich bin verarscht. Hatte ich gar keine Zeit, über Ragnarök nachzugrübeln. Wann wird der Sturm hereinbrechen? Morgen oder in ferner Zukunft? Ich schätze, letzteres ist wahrscheinlich. Ich habe Loki für seine wie auch immer geartete Beteiligung an Baldurs Schicksal eingekerkert. Auch seinen Sohn ließ ich in Ketten legen. Und was ist mit Surt? Die Weissagungen sprechen auch ihm eine Rolle in Ragnarök. Doch vorerst ist er nur der Entführer meines Kindes. Nicht die Bote der Dämmerung. Trotzdem, sobald Baldur in Sicherheit ist, kehre ich nach Asgard zurück und stelle ein. Ohne Gnade. Ja gut. Wünsche ich dir viel Glück. Mir wird ja nicht mal gesagt, wie viel Stärke ich dafür brauche für so einen Scheiß. Ja, das Spiel hat einfach keinen Bock, dir zu sagen, ja, du musst stark sein. Aber naja, das kenne ich ja schon. Verschiedenen anderen Assassin's Creed Missing Games. Aber naja, wahrscheinlich auch schon synchronisieren. Alter, das ist eine riesen Festung. Ei, ei, ei. Wisst ihr was? In der nächsten Folge wird es wieder ein kleines bisschen Erkundung. Ja. Vorne war ja der erste Kampf. Da ist die. Aber gut, Leute, das war's mit der Folge Assassin's Creed Valhalla, die Zeichen Ragnaröks. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie auch immer, in der nächsten Folge geht's wohl weiter. Empfohlene Stärke 390. Meine spricht 348. Brauche ich eigentlich für die Fähigkeiten hier? 3 wahrscheinlich, ne? Na gut. Denn ich hoffe, es hat euch gefallen. Blablabla. Den ganzen Schritt kennt ihr schon. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.